Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja. Wahrscheinlich werden sich viele Leute in meiner Abo-Box denken, okay, und wer war das und wann habe ich das abonniert? Ja. Ich werde jetzt gar nicht anfangen mit irgendwelchen Rechtfertigungen und irgendwelchen Erklärungen und Ausreden. Habe ich einfach keine Lust drauf. Ich habe einfach keine Lust drauf. Fertig. Es gibt für mich, glaube ich, auch keinen unpassenderen Zeitpunkt, als jetzt anzufangen, ein Video zu drehen. Ich muss eigentlich eine Hausarbeit schreiben. Meine Schwester hat meine Kamera mit nach Australien genommen, mit der ich immer gedreht habe. Und mein Handy hat keinen Speicherplatz mehr, keinen freien. Dementsprechend habe ich gerade alle Videos und Bilder von meiner Kamera gelöscht. Man merkt, das Anliegen ist dringend. Abgesehen davon habe ich gerade eine Grippe, die ich noch verschleppt habe, und es ist ganz genau fast 21:30 abends. Die Lichtverhältnisse sind on fleek und ich habe auch die letzten paar Tage nicht so gut geschlafen. Dementsprechend sehe ich auch etwas müde aus. Ich habe keinen Plan, warum ich jetzt ein Video drehe. Es geht heute darum, ich nutze das Anliegen. Auf YouTube sind sehr viele Statements am Start. Und ich dachte, Anna, du hast 2000 Abonnenten, nutze deinen Kanal, um wirklich etwas wirklich Wichtiges wieder auf YouTube zu bringen und wirklich die Leute mal wieder dazu anzuregen, ihren Kopf anzuschalten und zu sagen, hey, es gibt wirklich wichtigere Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Neben diesen ganzen Statements-Videos dachte ich, Anna, hau dein Statement raus. Hau das raus, was die Leute wirklich hören müssen. Und zwar ist mir diese Erleuchtung, diese durchaus intellektuelle Erleuchtung gekommen, als ich mal wieder mit meiner besten Freundin zu tun hatte, die Bahn. Und ich saß da in dieser Bahn und dachte mir, es gibt noch so viel Wichtiges und Unausgesprochenes, was man in diesem Zusammenhang noch artikulieren muss. Dementsprechend regen wir uns heute über die Bahn auf und beschäftigen uns mit wirklich wichtigen Dingen im Leben. Tut mir leid, Mert. Tut mir leid, Shirin. Es wird heute nicht um euch gehen. Also, ich denke mir nichts dabei, sitze auf meinem Platz und auf einmal steigt ein Pärchen ein. Schon turtelnd, sich anschauend, flirtend. Richtig süß. Setzt sich vor mich. Und ich denke mir schon so, boah, geil. Bombenaussicht. Der Tag kann nur besser werden. Geile Scheiße. Ich habe nichts gegen Pärchen, die verliebt rumturteln und meinen ihren Fortpflanzungstrieb in der Öffentlichkeit dementsprechend auszuleben. Gut, jedem Designer, sage ich dann in diesem Falle. Aber es gibt so eine Verhaltensweise, da frage ich mich echt, also da habe ich mich wirklich gefragt, warum macht man das? Also, ich habe das noch nie gemacht und also das ist wirklich komisch. Der Mann und die Frau saßen vor mir und dann fängt die Frau jedes Mal, also wirklich im 5-Minuten-Takt, so anzumachen. Sie hat dann eben einen Kuss von ihrem Geliebten verlangt und ich dachte mir jedes Mal, was ist das für ein Move, so diesen... Ich bin ein Vogel, bitte ernähr mich, Move. Dann denke ich mir so, was ist in der Kindheit da falsch gelaufen? Da möchte man ja irgendwie ernährt werden durch seinen Partner. Ich hab keinen Plan. Was ist das denn für ein Vogelschnut-Move da? Als zweiten Punkt, das kennt ihr bestimmt auch. Wer es nicht kennt, sage ich Halleluja. Bitte kontaktiere mich, ich möchte gerne mit dir reden und deine Tipps möchten wissen und deine Lebensphilosophie, deine Mutter, deinen Vater kennenlernen. Du läufst in die volle Bahn hinein, in die U-Bahn. In Berlin ist es ja wunderschön, vor allem wenn du von 7 bis 15 Uhr arbeiten musst und du dann in die U-Bahn gehst, dann ist es natürlich so richtig schön proppevoll. Schweißgeruch geht dir in die Nase, wenn du Glück hast, kein Pennergeruch und Alkoholgeruch zusätzlich, aber da müsstest du dann schon 80% an Glück gegessen haben am Morgen. Auf jeden Fall steigst du in diese U-Bahn ein, du siehst, es ist proppenvoll. Sitzplatz ist wohl auch nicht ganz so vorhanden und auch nicht mehr das, was es mal so war. Und du bist aber hundemüde, du hast 8 Stunden gearbeitet und denkst dich, ich muss mich mal hinsetzen. Und dann denkst du dir, okay, gut, das Leben ist kein Ponyhof, es ist kein Zuckerschlecken, bleiben wir stehen, werden wir sportlich, tun wir was für unsere Gesundheit. Und dann passiert das.
traurigste auf der ganzen weiten Welt. Eine Station. Lass es auf der Zunge vergehen. Eine Station. Bevor du aussteigen musst, wird ein Sitzplatz frei. Are you fucking kidding me, Digga? Da fragt man sich wirklich so, setze ich mich da jetzt hin oder mache ich es einfach aus Trotz nicht? Weil man sich denkt, nee, Gott. Nee, Schicksal. Nee, Universum oder was auch immer da oben jetzt herrscht und meint, sich über mich lustig zu machen. Ich bleib jetzt stehen. Ich bin wie einer von den ganz Harten. Und das Lustigste von allem sind 6-Jährige mit einem Smartphone. Am besten mit dem neuesten iPhone 7, was übel riesig ist. Wo man sich denkt, okay, warum packst du nicht gleich dein Spiegel ein und telefonierst mit dem? Ja, hi Mama, ich komme heute schon um 15 Uhr heim, ja. Wir hatten früher aus. Okay, danke, tschüss. Ja, Kinis, Kannis, Knannis, Trannis. Das war's mit meiner kurzen Abendsession-Show. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall gefallen. Es war echt mal wieder süß. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich sage dann dementsprechend Tausend Mausen, Ebernausen und immer schön sauber bleiben in der Unterhose.